24. Oktober 2020. Es ist ungefähr 0 Uhr. Wir sind vor der Odessa Bar. Wir kamen gerade ein Polizeiauto vorbei und ja, viele Barbesucher sind zu beiden Seiten rausgeströmt. Jetzt wird kontrolliert. Weißt du, was kontrolliert wird? Die Anwesenheitsliste, so sieht das gerade aus. Da wird eine Liste. Das ist die Ausnahmegenehmigung. Also oder die Ausnahmegenehmigung. Paul Ross, ja. Freier Journalist, was wird kontrolliert? Die Ausnahmegenehmigung, also es sieht nach einem Gerichtsbeschluss aus und es ist schon interessant, dass die Polizei nicht weiß, dass diese Bar zu einer der Bars gehört, die geklagt haben und somit noch öffnen dürfen. Aber das wird sich jetzt gerade der Gerichtsbeschluss angeschaut. Es wurde auch geäußert, dass sich nicht an gewisse Regeln gehalten hat und der Mitarbeiter hat gesagt, dass Leute in den Gängen stehen würden und dass er gesagt hat, ey Leute, steht jetzt nicht so in Gängen rum. Also er hätte die Leute darauf aufmerksam gemacht, aber sie seien wohl sozusagen unbelehrbar. Genau. Mhm. Wir sehen hier Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei. Das sieht man an den Rückennummern, die mit BP wie Bundespolizei beginnen. Vielleicht ist die Bundespolizei nicht im Bilde über aktuelle Gerichtsbeschlüsse des Berliner Verwaltungsgerichts. Ja. Mir kommen auch einige Gesichter der Polizisten schon von heute bekannt vor. Also es scheint so eine Truppe zu sein, die sich heute da irgendwie schwerpunktmäßig hervortut. Ja, man geht jetzt in die Odessa Bar hinein, um wahrscheinlich zu kontrollieren. Man sieht, ja, also um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, die Odessa Bar ist eine der 14 Bars, die, glaube ich, gestern oder vorgestern vor dem Verwaltungsgericht Berlin eine Ausnahmegenehmigung zugestanden bekommen hat. Also ich kenne jetzt die Gerichtsentscheidung nicht. Ich kann das jetzt nur sinngemäß zusammenfassen, was mir eben vom Hörensagen bekannt geworden ist. Die Odessa Bar hat an eine von 14 Bars geklagt gegen die Sperrstunde, wonach laut geltender Eindämmungsmaßnahmenverordnung gegen das Coronavirus ja um 23 Uhr die Bars zu schließen seien. Dagegen hat das Odessa erfolgreich geklagt, darf auch nach 23 Uhr geöffnet bleiben, darf allerdings nach 23 Uhr keinen Alkohol ausschenken. Dennoch befindet sich nun hier ein Trupp der Bundespolizei, ein Trupp einer Hundertschaft hier vor der Odessa Bar. Die sind gerade reingegangen und ja, wir können eigentlich gleich nur noch mal schauen, ob wir jemanden, einen Sprecher von der Bundespolizei noch erreichen, um zu fragen, was hier passiert ist. Also ich kann auch gleich mal anrufen und fragen. Ich würde dann jetzt einfach noch mal mich melden. Ich kann auch mal den Polizisten, der hier ist, fragen, ob er zu einem Interview bereit ist. Aber die Polizisten kommen raus. Kontrollieren sogar auf dem Klo. Ja? Ja, hallo, hier ist nochmal Martin Lejeune. Wir haben heute schon miteinander gesprochen im Laufe des Tages. Schön, dass ich Sie so spät nochmal störe. Sind Sie noch im Einsatz? Ich bin Torstraße, Gormannstraße. Sind aber nicht zufällig in der Nähe, ne? Torstraße, Gormannstraße. Weil hier ist gerade ein Trupp der Bundespolizei und kontrolliert eine Odessa Bar. Aber sind Sie darüber informiert? Oder dazu können Sie jetzt wahrscheinlich nichts sagen, ne, zu der Kontrolle. Dürfte ich Sie nochmal auf Lautsprecher schalten? Oder wären Sie bereit, mir dazu nochmal einen kurzen O-Ton zu geben? Ja, ganz kurz. Okay, dann schalte ich noch mal ganz kurz auf Lautsprecher. Eine Sekunde. Am Telefon ist erster Polizeihauptkommissar Jens Schobanski von der Bundespolizei. Wie lautet Ihr Fazit jetzt von dem Tag? Ja, der Einsatz läuft ja noch. Ein Großteil ist abgeschlossen. Wir haben ja, ich sag mal, zwei verschiedene Einsatzphasen gehabt. Eine tagsüber,
Und die Maßnahmen sich eher konzentrierten auf wichtige Einkaufsstraßen, Wochenmärkte. Dort war Aufkommen so, dass etwa 80-90% der Passanten dort schon allein schon Mund-Nasen-Schutzbedeckung trugen. Die wenigen, die wir dann erkannt haben, wurden angesprochen. Von denen der Großteil ist dann auch der Aufforderung gefolgt und hat die Bedeckung dann schnell angelegt. Das war das Ziel, dass wir hier die neue Verordnung entsprechend dann auch überwachen und die Kontrollen durchführen. Das war im gesamten Tagesverlauf doch ein hohes Bereitschaft der einzelnen Personen, die wir da kontrolliert angesprochen haben. Mit Dunkelheit hat sich ein bisschen verschoben. Wir mussten auch feststellen, dass möglicherweise aufgrund von ersten Alkoholisierung und dergleichen dann doch ein paar Personen mehr unterwegs waren, die den Abstand nicht gehalten haben und andere Bestimmungen nicht so klar umgesetzt haben. Die wurden dann darauf hingewiesen. Hier war ein bisschen mehr polizeiliches Fingerspitzengefühl gefragt, um tatsächlich auch das Ziel, Kontrollen und so auszurichten, dass die neuen Verordnungsvorgaben eingehalten werden, tatsächlich auch von allen mitgetragen werden. Der Einsatz läuft noch. Eine abschließende Bilanz kann ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht geben. Aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, gerade jetzt auch, was die Sperrstunde angeht, 23 Uhr Schließzeit, die ganz große Masse der Restaurants, die wir hier besucht haben, aufgesucht haben, die haben sich dran gehalten. Möchte aber nicht ausschließen, dass jetzt im Laufe der Nacht noch das eine oder andere polizeiliche Handeln gibt dazu. Ganz kurz noch zum aktuellen Geschehen, auch wenn Sie jetzt nicht vor Ort sehen. Wir sind an der Torstraße, Ecke Gormannstraße vor der Odessa Bar und hier ist ein Trupp der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei. Also sind drei Wagen sind es jetzt von der Bundespolizei. Ist relativ großer Auflauf hier, vielleicht so bis zu zwei Dutzend Einsatzkräfte. Können Sie allgemein, auch wenn Sie jetzt das konkrete Geschehen natürlich nicht einordnen können, weil Sie nicht da sind, können Sie allgemein dazu sagen, was könnte ein Grund sein, weshalb jetzt nach 23 Uhr noch Bars von der Bundespolizei kontrolliert werden, ganz allgemein und kurz? Ja, wenn die Bars offen sind, dann ist das zunächst erstmal nicht zulässig, sei denn Sie haben eine Gerichtsentscheidung, die für Sie so entschieden hat, dass Sie es machen dürfen. Das muss geprüft werden. Wenn die entsprechend entgegen der Vorgaben noch geöffnet haben, dann ist das ein Verstoß. Dann werden wir sicherlich reingehen, dann dort den Betreiber darüber informieren, dass er jetzt zu schließen hat. Der natürlich dann auch die Personalien aufnehmen von den anwesenden Gästen, um mögliche Folgemaßnahmen der zuständigen Ordnungsbehörden dann auch greifen lassen können. Ja, noch mal eine abschließende Frage zu der Szenerie an der Kastanienallee Ecke Schweterstraße, wo wir uns ja auch zuletzt persönlich unterhalten haben. Da hat sich dann noch ein Kreis von Bundespolizisten gebildet, um einige Bürger und hat nachdem sie dann weg waren, wurden dann noch Feststellungen gemacht und Ordnungswidrigkeiten und Platzverweise ausgesprochen. Können Sie dazu noch was nachtragen? Also weil ja das dann erst passiert ist, nachdem sie weg waren, dass da die Platzverweise ausgesprochen worden sind. Ja, dort gab es ja eine längere Entwicklung der Szenerie. Die Personen wurden wiederholt aufgefordert, sich dort zu entfernen, Abstand zu halten. Dem sind sie so nicht nachgekommen, sodass man dann jetzt tatsächlich gesagt hat, wir möchten alle, die dort dieser Aufforderung nicht Folge leisten, die Personalien aufnehmen, damit sie dort niemand dann doch noch entfernt, weil es ja ein ordnungswidrigkeitswürdiges Verhalten ist, was sie dort gezeigt haben und sich dann niemand vorzeitig der Maßnahmen entziehen kann, gab es dort eine lockere Umstellung, sodass man wirklich auch alle erreichen konnte, alle ansprechen konnte, von allen dann letztendlich auch die Personalien nochmal aufnehmen konnte, um auch hier Folgemaßnahmen durchführen zu können. Und das ist normales polizeiliches Vorgehen. Die Personen haben sich vorher nicht an die Maßgaben halten wollen und müssen letztendlich dann auch hier mit einer weiteren Konsequenz rechnen. Gut, dann ist Umstellung der richtige Terminus, also der richtige Fachausdruck. Also es wurde umgangssprachlich auch von Kessel gesprochen, aber dann ist wahrscheinlich Umstellung der richtige Fachausdruck in der Polizeisprache, also, ja? Polizeilich sprechen wir hier von einer Umstellen der Gruppe. Ja, und das wurde sicherlich durchgeführt. Dann möchte ich Sie nicht so lange aufhalten. Es ist ja schon nach Mitternacht. Vielen Dank, dass Sie uns nochmal eine Auskunft erteilt haben. Herzlichen Dank. Na gerne. Ja, gute Nacht. Wiederhören. Gute Nacht. Wiederhören.
So, das war Herr Erster Polizeihauptkommissar Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizei. Denn das passt auch ganz gut, weil die Polizeivollzugsbeamten, die wir hier sehen vor der Odessa Bar, sind Angehörige der Bundespolizei und koordinieren hier gerade den Einsatz. Wir können jetzt nochmal dokumentieren, wie Frank, eine bekannte Gestalt des Berliner Nachtlebens, im Gespräch ist. Da müssen wir jetzt fragen, ob es okay ist. Ich frage vielleicht mal. Ja, vorher. Ja, frag mal vorher. Polizistenfilm, nicht Frank-Film. Vielleicht den Polizistenfilm. Ja. Wir dokumentieren. Ja, das können Sie gerne machen, aber vielleicht. So. Wir wurden gerade auf Seite geschickt, Martin diskutiert. Das sind Polizeivollzugsbeamte vom Abschnitt, vom hier zuständigen Abschnitt, und die sind der Ansicht, dass hier die polizeiliche Maßnahme nicht zu dokumentieren sei. Eine Einschätzung, die ich jetzt nicht teile. Ich denke, es ist wichtig, das hier zeitgeschichtlich zu dokumentieren, und auch erforderlich und auch unser Recht. Jetzt wurde allerdings aufgefordert von Seiten des Polizisten, dass ich mich hier wegbegebe. Also es sind jetzt eben zur Verstärkung Polizisten des Abschnitts gekommen, die hier mit den Einsatz durchführen, die Bundespolizei sozusagen unterstützen, die hier zuerst vor Ort war, an der Odessa war. Es wäre jetzt natürlich möglich, nochmal zu versuchen, weiter heranzugehen. Das wäre dann so eine Art Katz-Maus-Spiel. Wie siehst du das, Anni? Ich erkenne da, ich meine, ein paar Leute wieder. Ein paar von denen, bei denen wir gerade schon unsere Daten abgegeben haben. Also ehrlich gesagt. Gute alte Bekannte. Sehr aktiv. Jetzt sagen sie, wir würden sie filmen, direkt bei der Arbeit, Dialoge filmen, wenn der Vorwurf im Raum stünde. Weiß ich nicht, gehen sie vielleicht ans Videomaterial? Aber das ist ja, das kennen wir ja von Berlin, ja, also dieses nicht gefilmt werden wollen, also es ist ja ein öffentlich angekündigter Einsatz, und wir haben ja von der Pressestelle das okay bekommen, dass wir filmen dürfen, also das hat uns ja die Pressestelle der Polizei erlaubt, also dass man, aber man muss natürlich auch, klar, Persönlichkeitsrechte wahren, weil ich denke mal, es ist schon wichtig, das zeitgeschichtlich zu dokumentieren. Ja, Paul, Die Wodkaflasche ist scheinbar der Grund hier. Also es stand wohl noch eine Wodkaflasche da. Der Polizist hat gesagt, weil sie es überreizt mit den Wodkaflaschen, das hat jetzt der Chef so entschieden.
Und dann meinte der Barinhaber, ja, ihr wart zu 10 da drin, es gibt keinen Grund dafür. Er hat gesagt, wir kämpfen den ganzen Abend, schicken die Leute da raus und wieso sollten wir uns diese 3 Stunden noch verspielen und so weiter. Und sie hatten um 22.45 Uhr Last Order gemacht und er könne nicht beeinflussen, wie schnell die Leute jetzt ihre Getränke noch austrinken würden. Und genau, also dann stand es kurz die Debatte so, ich mache jetzt hier den Laden zu, Personalien aufnehmen und so weiter. Genau. Ein Gedächtnisprotokoll des freien Journalisten Paul Rost, um die Vertraulichkeit des Wortes zu wahren. Hast du es aus dem Gedächtnis zitiert? Ich habe nichts aufgenommen, nein. Richtig, also, das wissen wir. Du würdest in diesem Fall war es tatsächlich ein Gedächtnisprotokoll, nicht ein Gedächtnisprotokoll, was nachgesprochen wurde. Also es war ein Gedächtnisprotokoll, das du geäußert hast. Genau. Ein echtes. Ich habe ein Handy, da schreibe ich dann mir ein paar Notizen mit auf. Und, genau. Das ist ja erlaubt. Das ist ja so erlaubt. Du darfst erlaubt, ja als Journalist Notizen machen. Ja. Was ja auch ein Presseausweis. Ja. Möchtest du mit deinem Presseausweis das Ganze nochmal von Namen zeitgenössisch? Ich darf nicht auf der Straße stehen, weil ist starker Fahrzeugverkehr. Das ist sehr aber gefährlich. Du könntest zum Bürgersteig gehen. Könnte ich machen, ja. Magst du nochmal zum Bürgersteig gehen mit uns, vielleicht von hier aus? Was ist dein Eindruck, lieber Paul? Ich muss jetzt kurz zuhören und dann... Kannst du uns vielleicht zuhören und uns dann nochmal informieren? Ja, wir befinden uns noch immer vor der Odessa Bar oder neue Odessa Bar, wie sie korrekt heißt. Und der Einsatz der Bundespolizei, der nun auch unterstützt wird von Polizisten des zuständigen Abschnitts, ist noch im vollen Gange. Das ist definitiv der jetzt mit Paul spricht. Das ist definitiv der Polizist, der schon auf der alten Schönhäuser Straße mit uns gesprochen hat. An der Ecke Schwitterstraße, Kastanienallee und jetzt an der Ecke Gormannstraße, Torstraße. Also wirklich ein guter alter Bekannter. BLU 2221. Übrigens sehr sympathischer Polizist, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer offen für ein Wort. Aber das Tolle ist ja, wenn ich mir diese Bemerkung noch erlauben darf, wenn wir noch mal kurz an den Eingang schwenken können, man lässt sich ja auch die gute Laune nicht verderben. Das ist Berlin, wa? Also ja, da mag der Polizeieinsatz im vollen Gange sein und der Polizist geht auch noch mal rein, noch mal zur Nachkontrolle vielleicht. Aber schau mal, du siehst ja eigentlich nur gut gelaunte Gesichter, ne? Ja. Oder? Wollen wir vielleicht mal den einen oder anderen Gast noch zu Wort kommen lassen? Ich kann ja mal kurz vor. Ja. Man zeigt jetzt hier den Mundschutz und dass man hier Mundschutzmasken vorrätig hält, die hat der Mitarbeiter der Lokalität in der Hand und zeigt sie den Polizisten. Du kannst ja gleich nochmal Paul nach einem Update fragen. Ja? Magst du mal Paul fragen, ob er neue Erkenntnisse hat? Paul, konntest du mit jemandem sprechen? Es wird sich beraten. Einige Wassertrinker verlassen die Bar. Was filmt ihr eigentlich? Den Einsatz. Seid ihr von der Polizei? Nein, wir haben einen YouTube-Kanal, der heißt Anni und Martin. Ah, der ist so gegen Corona-Zeug und so. Es begleitet den Wandel. Ich helfe kurz Sophia. dass sie es findet. Ich komme jetzt. Ja. Es begleitet den Wandel. Feli, soll ich das abnehmen? Wart ihr heute in der Bar? So nee, wir wollten. Aber genau dann kam die Polizei.
auf der Schönhauser Straße. Schönhauser Allee? Schönhauser Allee, sorry, ist ja. Maskenpflicht und 1000 Polizisten sind unterwegs. 500 Bundespolizisten und 500 Berliner, um hier die Sperrstunde und ja, das Alkoholverbot. Aber ist es nicht nur auf dem Kudamm die Maskenpflicht? Nee, es sind 10 Straßen. Und Schönhauser ist dazu dabei. Schönhauser, Kudamm, Friedrichstraße. Okay, krass. Ja. Und das nimmst du jetzt einfach nur so random auf? So nee. Für den Fall, dass was irgendwas. Warum ist das eigentlich so grün? Ja, das ist das kaputte Handy. Beim anderen ist der Akku. Willst du mir ein kurzes Interview geben? Ich weiß halt nicht, in welche Richtung das geht. Du kannst weißt ja, sagen, was du willst. Ich schneide nichts weg. Du kannst auch sagen, du findest es nicht gut, dass Leute keine Masken tragen. Du gehst ja trotzdem in die Bar. Lehrer. Ich werde Lehrer, ne? Ja, Dito. Du kannst sagen, frei, was du möchtest. Ich kann das auch einfach nur beschreiben. Ja, ja. Was los ist. Ja, wenn du möchtest, klar, gerne. Was kann ich machen? Wie darf ich dich nennen? Also ich Max nennen, das ist kein Problem. Okay, also ich komme nah ran, wegen des Mikros, lieber ja. Max. Ja. Du wolltest gerade... gegen kurz nach Mitternacht hier in die Odessa Bar gehen ja. Und hast mit Erschrecken festgestellt, dass hier drei Mannen oder zwei vor der Bar stehen. Wie fühlst du dich? Wie ich mich fühle? Wie fühle ich mich? Also, wir wollten reingehen und genau dann kamen die Polizeiautos an. Es war so, also wie fühle ich mich? Oh, das ist so schwer zu sagen. Einerseits versteht man es, dass es halt die Bestimmungen gibt. Und also man ist sehr zwiegespalten. Sagen wir es mal so. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Deswegen, es ist kompliziert. Man kennt die Situation nicht und deswegen findet man sich vielleicht ein bisschen überrumpelt. Sagen wir es vielleicht so. Aber man kann es auch nachvollziehen. Sagen wir es mal so. Versetzt man sich in die Lage von einem Politiker, der Beschlüsse entscheiden muss, wie das jetzt läuft. Die sagen bestimmt nicht, sie finden es toll, dass es jetzt so läuft. Aber sie sagen sich vielleicht, dass es jetzt... Das Welt. Nein. Nein. Das ist einfach... Ist nicht dein Ernst, Digga? Geil! Anders kommt auch gleich. Geil. Und für wen filmst du das jetzt gerade? Spiegel. Kanal heißt Animati. Digga, aber du stellst Aluminati. Ihn nicht. Das ist ein Kumpel von mir, den schätze ich. Scheiße. Nein, der darf ganz frei sagen, was er will. Aber du schneidest das nicht scheiße. Nein, ich schneide nichts scheiße. Und wer ist dieser Fotograf, der jetzt mal ein Bild hier rumläuft? Nein. Ist dein Homie? Ja. Digga, ich vertraue dir, ja? Ja. Mach, dass die so gut rauskommen. Ja, eben. Digga, wie witzig ist denn das, dass du jetzt gerade hier bist? Ich dachte, du bist im Studium. Nein, wir waren zusammen auf dem Kindergarten. Oh mein Gott, ich muss kurz anrufen, die weinen gleich vor Freude. Also zusammengefasst, jemand, der sowas beschließt, sagt ja nicht, ihm macht das Spaß, sondern versucht die Mitte zu finden zwischen was verhältnismäßig und also in Bezug auf Gesundheit und auf Wirtschaft. So, ich glaube, in die Richtung geht es. Ja. Die Mitte finden, glaube ich. Ich glaube, das ist die Mitte. Wie hast du das letzte halbe Jahr erlebt? Du bist Student? Student und ich bin Schwimmlehrer. Und dadurch war die Schwimmschule, in der ich arbeite, ein halbes Jahr zu. Aber ich konnte so ein Corona-Hilfe-Paket beantragen. Hab dann da Unterstützung bekommen. Ja. Für den ersten Lockdown. Was hoffen wir, es kommt kein zweiter. Ja. 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 Lieber Max, vielen Dank. Vielleicht kann ich es gar nicht so genau zusammenfassen. Es kommt so viel zusammen. Bei diesem Thema kommen so viele, verschiedene, so viele Punkte, die man vielleicht betrachten müsste. Vielleicht kann ich es nicht genau betiteln gerade und genau ausdrücken. Aber ich glaube, es ist verhältnismäßig okay, wie es jetzt ist. Ja. Ja, so wie ich es. Okay, ja. Vielen Dank. Danke, lieber Max. Weißt du, es ist auch so. Es ist auch schwierig. Also ein Kumpel hat mir gestern gesagt... Warte, ich komme gleich wieder. Ich muss so schnell sein. Was ist denn das für eine kleine Kuh? Also, ich bin gleich wieder da.
vielleicht muss das Wasche abgeben. Martin, ich gebe dir das mal. Ich muss kurz Hallo sagen. Ja.